Jo, was geht? Kennt ihr mich noch? Ich bin dieser Sonic Unleashed Typ, der vor 3 Jahren ein Video dazu gemacht hat. Kann sich noch irgendjemand an mich erinnern? Du bist scheiße. Warte, heißt das, dass du dich an mich erinnerst? Hey Leute, ich bin zurück und das wieder mit Sonic. Und zwar diesmal Sonic Colors, beziehungsweise Colors? British? Ja, das Spiel hat legit eine amerikanisch- und britisch-englische Schreibweise. Das Game kam 2010 auf der Wii raus und zu dem Zeitpunkt war ich einfach 9 Jahre alt. Und wie könnte es nicht besser sein, Weihnachten stand vor der Tür und ich als Sonic-Fan habe mir das Spiel zu Weihnachten gewünscht und bekommen. Ich habe es schon vor Weihnachten gespielt, aber pssst, sag das bitte nicht dem Weihnachtsmann. Falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, das war dieses Sonic-Spiel mit diesen Wisps. Ihr wisst schon, diese bunten Alien-Dinger. Auf die komme ich nochmal später zurück. Durch den Look war ich als Kind einfach ultra hyped gewesen auf das Spiel und war dann einfach mega glücklich, dass ich es endlich spielen konnte. Leider hatte ich es dann schon an einem Tag durch, weil das Spiel halt arschkurz ist. Naja, auf jeden Fall gucken wir mal, ob mir das Spiel immer noch gefällt oder ob es nur die Nostalgie war. Fuck, ich werde zum Sonic-YouTuber. Warte mal. Das klare neue Feature des Spiels sollten die Wisps sein. Yeah, I'll just stick with aliens, if that's okay with everybody. Vielleicht hätten sie dem keinen Namen geben sollen, der so klingt, als würde man lispeln. Von diesen Aliens gibt's auf jeden Fall ziemlich viele. Sie haben alle verschiedene Fähigkeiten und spielen sie komplett anders. Von Raketen über Blitze bis hin zu Würfeln und noch viele weitere. Diese kommen aber bis heute immer noch in vielen Sonic-Spielen vor, wie zum Beispiel Team Sonic Racing und sind nicht nur Colors-exklusiv. Ich finde, sie sind an sich eine gute Idee und haben viel Potenzial, zum Beispiel andere spielbare Charaktere wie Knuckles oder so zu ersetzen und sie direkt in Sonic-Gameplay einzubauen. Warum sie leider nicht so gut umgesetzt wurden, wie sie es hätten sein können, zeige ich euch später. Es ist ganz klar zu sehen, dass Sonic Colors frischen Wind in das Sonic-Franchise bringen wollte. Das Spiel kam nämlich 2 Jahre nach Sonic Unleashed raus, welches ein sehr düsteres Spiel war. Ich meine, das ganze Spiel ist fast das Gegenteil von Sonic Unleashed. Von Unleashed zu Colors, generell die Farben im Spiel, das Thema des Spieles, die Welten, die Musik, alles ist einfach fröhlicher. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Spiel für die Wii und den 3DS rauskam und deswegen Nintendo es etwas freundlicher haben wollte. Aber ich denke, Sega wollte eher die Bad Reputation vom letzten Sonic-Teil retten, indem sie einen kompletten Umschwung machen. Anscheinend hat das auch funktioniert, das Spiel wurde zum damaligen Zeitpunkt richtig gut bewertet. Es wird auch bis heute noch oft genutzt als Beispiel für das letzte gute 3D-Sonic-Spiel. Schauen wir uns aber jetzt erstmal die Story vom Spiel an. Das Spiel fängt so an, dass Eggman seinen langjährigen Plan, einen Freizeitpark zu bauen, endlich umsetzen konnte, nachdem er ihn Unleashed extra dafür die ganze Welt gespalten und irgendein Monster beschworen hat. Auf jeden Fall geht es diesmal etwas ruhiger zu. Eggman Land reicht Eggman aber nicht aus. Er will die ganze Welt beherrschen, indem er alle Menschen kontrolliert mit einem Strahl. Um diesen jedoch zu betreiben, braucht er diese Hyperkraft von den Aliens. Er fängt sie also ein und nutzt sie für seinen eigenen Willen aus. Sonic versucht sie alle zu befreien und die Fabriken, wo sie gefangen gehalten werden, abzuschalten. Er macht das aber nicht alleine, sondern er hat Unterstützung von Tails. Naja, Unterstützung. Sonic! Zum Schluss gewinnt natürlich Sonic und das ganz riesige Eggman Land explodiert und die Wisps werden alle wieder freigelassen. Die Story ist sehr simpel, dafür aber auch echt langweilig erzählt und es passiert eigentlich nicht wirklich viel. Außerdem sind die Gespräche und die Cutscenes hart unangenehm anzugucken. Sonic! You calling nothing? Die Level und Welten kommen aber für diese nicht so starken Bosse auf. Die Hubworlds sind klassisch wie in diesen alten Mario-Spielen gehalten. Und zum Glück gibt es endlich keine Standard-Sonic-Welten mehr, wie die Green Hill Zone oder Chemical Plant. Ganz ehrlich, fick dich, Sonic Generations! Ganz im Gegenteil, es gibt sogar eine Süßigkeitenwelt mit richtig vielen Details, die richtig schön und gut aussieht. Man sieht einfach, dass richtig viel Liebe drin steckt. Aus irgendeinem Grund hat sie auch einen Burger. Der Freizeitpark hat viele Neonfarben und bringt dadurch generell einfach eine gute Stimmung rüber. Keine Ahnung, was diese Welt ist, aber sie sieht einfach mega nice aus und diese Achterbahn zu fahren macht einfach unnormal Spaß. Die Welten haben generell einfach einen richtig nicen Vibe und Style. Dazu hat jede Welt noch diesen mechanischen Touch, der sich wie ein Faden durch das ganze Spiel durchzieht. Das liegt daran, dass ja jede Welt mit diesem riesigen Eggman Land verbunden ist. Generell gibt es durch das ganze Spiel einfach ein ziemlich solides Leveldesign und das ist tatsächlich echt die größte Stärke am Spiel. Abseits der ganz normalen Level besitzt jede Welt natürlich noch einen Boss. Das zum Beispiel ist der erste Boss und obwohl ich fett verkackt habe und keine Ahnung hatte, was genau abgeht, war trotzdem der Boss einfach schon down. Nach 2 Hits. Der Boss auf Planet Wisp ist einfach genau derselbe Boss und genau gleich einfach. Und das war noch nicht alles, es gibt 6 Welten im Spiel und nur 3 verschiedene Bosse, weil jeder Boss einfach 2-mal reused wurde. Dieses Ding hier, das fliegende Ding hier und was auch immer dieses Ding hier ist. Das ist ziemlich schwach und die ganzen Bosse sind dazu auch noch sehr charakterlos. Der Endboss hingegen hat zumindest mehr zu bieten und ist nicht so ein Riesendesaster. Wie erwartet ist es natürlich Eggman und er benutzt die Kraft der Wisps, um seine Maschine zu betreiben. Die Eggman... Eggman!
Den Namen ignorieren wir lieber mal. Somit greift ihr euch auch mit den Attacken der Aliens an, welchen ihr ausweichen müsst. Es sind ungefähr auch dieselben Attacken, die ihr machen konntet, als ihr selber die Aliens benutzt habt, was ziemlich cool ist. Nachdem ihr Eggman genug oft getroffen habt, befreit ihr die Wisps dadurch. Diese helfen euch dann, indem sie so wie Chaos Emeralds um euch sind und euch dann zu einem Laser machen, der Eggman durchlöchert. Wie ihr seht, sind die Bosse nicht so die Stärke vom Spiel, aber wie sieht's denn jetzt mit dem Gameplay aus? So wie in Unleashed schon eingeführt, gibt es Boosting, Sidestepping und Walljumping. Die einzig neue richtige Änderung sind die Aliens und der Double Jump. Der Double Jump ist echt gut umgesetzt und er lässt sich gut spielen. Die Aliens wiederum machen das Gameplay dagegen sehr langsam. Wenn man sie benutzt, dann bleibt das Spiel einfach für einen Moment stehen und der Name der Aliens wird gerufen. Es fühlt sich dadurch sehr träge an und es fühlt sich eher so an, als würde man bestraft werden, wenn man sie benutzt. Deshalb versucht man sie tatsächlich so oft zu vermeiden, wie es nur geht. Das funktioniert auch ziemlich gut, weil die Aliens braucht man eigentlich nie wirklich und sie sind eher optional und wenn man sie wirklich braucht, dann ist es eher an einer Stelle, wo man zum Beispiel nicht anders vorbei kann und diese Wisps einfach nur aktiviert, um vorbeizukommen. Hier zum Beispiel sieht man, dass man einfach nicht vorbeikommt, außer man aktiviert den Wisp, der genau davor steht. Dann frisst man sich durch diese ganze Scheiße durch und diese Stelle war einfach unnötig. Das andere Problem der Aliens ist, dass sie sich einfach viel zu langsam anfühlen beim Benutzen. Obwohl es Sonic ist, haben alle einfach irgendwie diese Eigenschaft, dass sie sehr langsam sind und einfach gar nichts bringen. Zum Beispiel diese Rakete schießt dann einfach in die Luft, was legit nichts bringt. Oder der Spike lässt einen direkt in irgendwelche Stacheln rasen, die man nicht mal sehen konnte. Ein weiteres Problem sind für mich die 2D-Passagen im Spiel. Wo Sonic Unleashed noch dieses 3D-2D-Gameplay eingeführt hat, hat Sonic Colors es einfach übertrieben. Statt einem 3D-Spiel mit ein paar 2D-Passagen, fühlt es sich eher an wie ein 2D-Spiel mit ein paar 3D-Passagen. Durch den Double Jump lassen sie sich tatsächlich ziemlich gut steuern und sind nicht mehr so nervig wie in Unleashed. Jedoch hat dieses Spiel einfach viel zu viele davon. Wenn man dann mal in 3D ist, dann sind die Parts auch nur okay und sehr schnell wieder zu Ende. Hier zum Beispiel denkt man sich, ja man, endlich wieder eine 3D-Passage. Und nach 30 Sekunden wechselt das Level legit zu 2D für die restlichen 5 Minuten vom Level. Unleashed hat es vorgemacht, wie gute 3D-Level auszusehen haben. Aber hier wurde der Fokus ganz klar nicht darauf gesetzt. Kommen wir jetzt zum Fazit. Sonic Colors versucht einfach viel zu sehr nicht Sonic Unleashed zu sein. Und das macht es nicht, indem es irgendwelche guten Innovationen hat, sondern einfach, indem es alte gute Features weglässt. Dadurch fühlt sich das Spiel einfach oft sehr halbherzig und leer an. Man muss aber sagen, dass sich das Spiel trotzdem sehr gut anfühlt. Sonic lässt sich richtig gut steuern und generell ist das Gameplay einfach sehr solide. Man fühlt sich nie so, als wäre man gestorben, weil Sonic gerade nicht das getan hat, was man möchte. Das neue Feature mit den Aliens leider ist nicht so gut durchdacht gewesen. Und dazu ist das Spiel auch noch echt sehr kurz. Ich meine, 4 bis 5 Stunden, ich weiß nicht. Dazu noch dann diese sehr lächerliche Story. Man muss aber dazu sagen, dass das Spiel ein echt sehr gutes Feeling rüberbringt und auch die Soundtracks passen sehr gut zu jedem einzelnen Level. Für mich persönlich sind sie aber einfach nicht auf demselben Level wie ein Sonic Adventure oder ein Sonic Unleashed Soundtrack. Und Cash Cash ist einfach kein Crush 40. Nichtsdestotrotz bleibt der Soundtrack im Kopf hängen. Um ehrlich zu sein, würde ich das Spiel nicht mal als richtigen 3D-Sonic-Titel bezeichnen. Dafür hat es einfach viel zu viel 2D-Elemente und es fühlt sich gar nicht an wie ein 3D-Sonic. Das ist kein Problem, aber für mich persönlich einfach nicht so nice. Es ist auf gar keinen Fall ein schlechtes Spiel, aber es fühlt sich manchmal etwas lieblos an. Zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war es der richtige Schritt von Sega, dieses Spiel rauszubringen. Es wollte einfach Sonic ein besseres Image verschaffen und das hat es auch teilweise hinbekommen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich das Spiel jetzt nie wieder spielen würde, aber es ist einfach nicht dieser Banger, der es hätte sein können. Was mich persönlich ziemlich enttäuscht hat. Somit ist das Spiel in meinen Augen etwas überbewertet, aber auf gar keinen Fall schlecht. Sagt mir doch, was ihr von dem Spiel haltet und ob ich meine Meinung gut rüberbringen konnte. Falls euch das Video irgendwie gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da. Und falls ihr mehr Sonic-Content sehen wollt, abonniert bitte den Channel. Das nächste Video kommt dann in 2 Wochen. Ich hoffe, irgendjemand freut sich, dass ich zurück bin. Also, wir sehen uns.